Philosophie, warum nicht? Ich meine, bisschen Niveau halt, ne? Was hältst du von Philosophie? Was für ein Ding? Was könnte unterhaltsamer sein, als die Natur des Universums zu hinterfragen? Es bleiben zu lassen? Hast du noch so eine grandiose Idee? Etwas Intelligentes? Irgendwas Intelligentes halt. Hör mal, wir verdienen gutes Geld, ohne wirklich etwas herzustellen. Was könnte intelligenter sein? Ach ja, das ist so, wenn man seine Träume hat, ne? Du hast recht. Zirkus ist die einzige lohnenswerte Unterhaltungsform. Spar dir deinen Sarkasmus. Niemand mag bissigen Humor. Übe lieber dein Rülpsalphabet. Oder den Kanonenschuss. Ah, hier gibt's noch irgendwie was. Okay, interessant. Gut. Ich glaube, meine Albträume haben etwas zu bedeuten. So ein Unsinn. Träume sind nichts weiter als ein Rückzugsort für Versager. Es ist dasselbe wie mit deinen Büchern oder deinen Gedichten. Es wird Zeit, dass dein Leben in der Realität stattfindet. Der Ernst des Lebens, klingelt da etwas? Geht es dabei um bunte Bälle und Clownsschminke? Mann, Sedgwick, du bist echt anstrengend. Wach endlich auf und mach dich nützlich. Ich finde, er ist viel zu hart zu den armen Kleinen. Ganz ehrlich, man darf doch noch träumen. Vor allem, der ist doch gar nicht mal so alt. Und ich meine, die Sachen sind doch gar nicht mal so schlecht. Ja, ich nehme das zu ernst. Gibt es etwas zu tun? Ja. Hast du etwas schon wieder vergessen, was deine Aufgaben sind? Du hast es dir doch extra aufgeschrieben. Ach das, das meine ich nicht. Ich würde gerne etwas Sinnvolles mit meiner Zeit anfangen. Etwas Bedeutungsvolles. Nicht diese deprimierende Alltagsroutine. Je früher du damit anfängst, desto eher kannst du... Hey, verdreh nicht so deine Augen, junger Mann. Pflicht ist Pflicht. Am besten, du probst als nächstes deinen Kanonenkugeltrick. Oder du guckst dich in der Gegend um. Vielleicht findest du jemanden, der sich unsere Vorstellung ansehen möchte. Dann mache ich lieber das Zweite. Gut, bis später. Bis später. Ja, bis bald. Und denk dran, immer lachen. Immerhin bist du ein Clown. Ja. Ich meine, der Ernst des Lebens ist ja auch wichtig, aber trotzdem. Und Spott ist immer bei uns, das ist schön. Alter, das Zugtier kann das nicht mal aufhören. Bruno schläft fast den ganzen Tag. Nachts muss er unsere Wohnwagen durch dunkle Wälder ziehen. Ich wette, er hat nie Albträume. Das andererseits, vielleicht ist auch diese Welt hier sein Albtraum. Ja, man weiß es nie, man weiß es nie. Wie unsere Welt. Bruno? Max? Schade, er schläft. Er ist der Einzige in der Familie, der mir zuhört. Oh. Lass Bruno in Ruhe. Im Gegensatz zu dir hat er seine Arbeit für heute schon erledigt. Ich wollte ihn doch nur streicheln. Die Falle. Die Feuerdrachenfalle ist schon wieder leer. Opa benutzt immer Noai-Eier als Köder. Okay, Feuerdrachenfalle. Du, Opa, haben wir noch Köder für die Feuerdrachenfalle? Leider nein. Ich habe die letzten Noai-Eier für ein Omelette benutzt. Okay. Die Falle ist leer. Und das ist auch ganz gut so. Feuerdrachen sind fliegende Brandherde mit einer Tendenz zur spontanen Selbstentzündung. Unnötig zu erwähnen, dass Spot ganz vernarrt in die Dinger ist. Das gefällt mir alles hier. Ja, das ist eine Schaufel. Die Schaufel können wir bestimmt mitnehmen, das wird wichtig sein. Das ist Opas Schaufel. Er gräbt damit nach Wurzeln und Zwiebeln, macht den Kompost und ich glaube, er rührt damit auch die Suppe um. Lecker. Das gibt dem bestimmt die richtige Nein, Würze. Nein, das ist kein Löffel. Seltsam. Wie komme ich da überhaupt drauf? Wegen der Suppe? Ah gut, die nehmen... Ah, oh, Spot ist so süß. Guck ihn schon Finn an. Hat leider recht. Spot hatte nur Durst. Ach Gott, aber er ist schnuckelig. Und er kugelt sich. Ja, Wohnwagen. Wohnwagentür. Opa. Gott, Bruno. Opa sieht heute noch älter aus als sonst. Komm hier, Opi. Hallo, Opa. Oh, hallo, Ben. Du siehst ganz anders aus. Hast du einen neuen Hut? Ich bin nicht Ben, Opa. Ich weiß, Ben. Sie machen die Hüte nicht mehr so wie früher. Ja. Ich bin Sedgwick. Als ich noch ein kleiner Clown war, da gab es noch richtige Hüte. Mit großen, festen Bommeln. Sedgwick, dein Enkel. Ich konnte mit meinen Bommeln einen ausgewachsenen Ochsen K.O. schlagen. Ich weiß, das arme Tier. Aber damals trug man die Hüte ebenso. Was hast du auf dem Herzen, Ben? Ach Gott, ja. Werdet ihr auch mal zwischenzeitlich verwechselt?
Mir passiert das ab und an, ja. Ich wünschte, du würdest mich nicht immer mit Ben verwechseln. Ja, die Welt ist ein Jammertal, wenn man jung ist. Alle sind gegen einen. Aber es gibt Schlimmeres als zwickende Hüte und zwickende Hemdsärmel, weißt du? Wie immer lausche ich dir gebannt, Opa. Im Alter kommen noch zwickende Schmerz und zwickende Hosen hinzu. Das, mein Junge, ist die wichtigste Erkenntnis, die das Alter für dich bereithält. Weite Hosen sind die treuesten Freunde, die du dir wünschen kannst. Also... Himmel, hat er es schon wieder geschafft, das Thema auf seine Hose zu lenken. Sollte ich Hip-Hopper werden? Oh Gott. Ich habe schon wieder einen dieser schrecklichen Albträume gehabt. Es gibt einen Reim zu diesem Thema, den ich noch aus meiner Jugend kenne. Leider ist er mir entfallen. War es vielleicht... Träume sind Schäume? Was, so ein Unsinn! Träume sind keine Schäume! Schäume sind sehr nützlich! Unsere Wurftorten bestehen fast nur aus Schaum. Außerdem rühre ich mir morgens immer einen Löffel Rasierschaum in den Kaffee, damit er länger warm bleibt. Und das funktioniert? Nein, aber man bekommt schreckliche Kopfschmerzen davon. Und wenn du Kopfschmerzen hast, ist dir egal, ob der Kaffee kalt ist. Vielleicht sollte ich das mal beherzigen, dann ist der ganze Tag immer besser, weil du hast Kopfschmerzen und alles andere kann ja gar nicht mehr schlechter werden. Ja, du hast ja viel erlebt. Sag mal, Opa, du hast doch viel erlebt. Ha, das will ich meinen. Frag mich ruhig so viel wie du nur tragen kannst. Ja, was weißt du über den Herbstwald, Opi? Was weißt du über den Herbstwald? Der Herbstwald ist ein verwunschener Ort voller Geheimnisse. Seltsame Kreaturen wohnen darin, aber lange nicht mehr so viele wie früher. In der Vorzeit haben hier die unterschiedlichsten Völker gelebt. In zahlreichen Ruinen und Höhlen findet man noch immer ihre Spuren. Als ich als Kind hier war, stand das halbe Tal noch unter Wasser. Jetzt gibt es nur noch den kleinen See mit der Insel und am Meer... kann ich mich im Moment nicht erinnern. Kein Wunder. Du kennst ja nicht einmal mehr deine Haarfarbe, wenn du eine Stunde lang nicht in den Spiegel guckst. Aber ich weiß noch, dass sie mit G beginnt. Das zählt nicht. Du rätst nur. Aber ich habe recht. Ja schon. Siehst du, und mehr will ich gar nicht wissen. Oh, bitte lass es gelb sein. Ich meine, ganz ehrlich, der Typ hier regt mich hier jetzt schon auf. Das ist so ein Miesepeter. Ich meine, er ist angeblich der Depressive. Aber er macht ja hier alles schlecht, da muss er doch so deprimieren. Was weißt du über Albträume und Visionen? Ich weiß genug darüber, dass ich mir nicht anmaße, eine Meinung dazu abzugeben. Nur echte Orakel können Träume deuten. Und auch nur sie können dir sagen, ob es sich um eine Vision handelt. Ich dachte auch einmal, ich hätte eine Vision, weißt du? Ein Engel erschien mir und sprach, dass meine Hose dir einst die Welt retten wird. Ich war so aufgeregt. Ich machte Pilgerfahrten, scharte Jünger um mich und veranstaltete Gottesdienste. Und das ohne jemals die Hose zu wechseln. Schließlich offenbarte mir eine Zigeunerin, dass alles nur ein Albtraum war. Oh je, Ben, du kannst dir kaum vorstellen, wie sehr ich mich geschämt habe. 5 Jahre Kloster und das Ganze nur wegen eines Peperoni-Auflaufs vor zu Bett gehen. Ich wette, seine Hose wird die Welt retten. Weißt du was? Ich schlage es einfach selber nach. Ja, sicher ist sicher. Ich wirke zwar noch immer sehr klar im Kopf, aber manchmal geraten mir doch hier und da ein paar Details durcheinander. Nicht schlimm, Opi. Nicht schlimm. Bis später. Kopf hoch, Ben. Ja. In Opas Wagen köchelt bereits die Suppe für das Mittagessen. Man erkennt es am qualmenden Schornstein und an den herabplumpsenden Vögeln. Sehr schön. Ich geh mal rein. Einfach, damit das Schnarchen aufhört. Bitte. Bitte. Danke. Wow. Das schaut hier nach Suppe aus. Ja, Notizen. Noch mehr Rezepte. Also wir werden hier vermutlich wirklich alles versuchen mitzunehmen. Opa kocht mit viel Enthusiasmus, aber leider mit wenig Talent. Vielleicht sollten wir tatsächlich darüber nachdenken, einfach gleich das Kochbuch zu essen. Das würde uns allen einiges ersparen. Ach komm schon, Opi gibt sich Mühe. Tja,
Das sind tatsächlich ganz normale Rezepte. So viel zu meiner Theorie, dass Opa nach einer Anleitung zum Köderfischen kocht. Man weiß nie, ob er auch das Kochbuch benutzt und so. Okay, beim Kessel reingucken. Opas neueste Kreation, Petroleumsuppe. Schwer bekömmlich, leicht entzündlich. Und außerdem eine Gefahr für alle niedrig fliegenden Vögel der Umgebung. Ob das für einen selbst nicht eher eine Gefahr ist, weiß ich jetzt aber auch nicht. Vielleicht sollte ich Spot zuerst probieren lassen. Spot! Ist schon gut, Spot. Ich mach doch nur Spaß. Der sieht so klasse aus. Autsch! Heiß! Schon wieder. Was ist das? Das Gebiss. Oh. Das sind nicht seine dritten, sondern bereits seine fünften. Oh. An den letzten beiden war der Holzwurm. Und hier ist es auch nur noch eine Frage der Zeit. Wenn... Das ist aber kein Holzwurm, oder? Das nehme ich garantiert nicht in den Mund. Es ist weder meine Größe noch meine Geschmacksrichtung. Dann nehmen wir es mit. Man weiß ja nie, wofür man nochmal die fünften braucht. Hallo, Frosch. Opa hatte schon immer ein Herz für Tiere. Ich merke schon, das Herz ist... Oh? Sehr groß. Ich lasse ihn lieber da drin. Ihn durch den Flaschenhals zu friemeln, wäre sicher kein Spaß. Wie für uns beide nicht. Hat er ihn denn dann da reinbekommen? Das ist ja auch gerade, ne? Ich meine, raus, aber wie rein? Da ist das Kochbuch. Tja, das sind tatsächlich ganz normale Rezepte. So viel zu meiner Theorie. Aber ich dachte... Notizen, Rezepte? Hä? Notizen? Noch mehr Rezepte. Opa kocht mit viel Entschuldigung. Vielleicht das würde uns... Mitnehmen? Tja, das sind so viel... Aber... Hä? Tja, so... Das ist okay. Du Opa! Von wem hast du eigentlich die ganzen Rezepte? Das ist ein Geheimnis, Junge. Aber eins darf ich verraten. Sie sind sehr wertvoll. Also bring sie bitte nicht durcheinander. Das habe ich den Sumpftroll versprechen müssen. Ja. Kochen ist Opas Aufgabe, nicht meine. Nicht, dass ich mich nicht angeboten hätte. Aber Ben wollte es nicht. Da kann man mal sehen, was für eine schlechte Meinung er von mir hat. Ich meine, Petroleumsuppe. Hallo? Ja, ich denke auch, alles andere wäre vielleicht besser. Kochen ist Opas nicht, dass ich da kann man... Ich... Okay, gut. In Ordnung. Gucken wir mal. Hier ist noch eindeutig mehr. Flasche und Augenglas. Gut. Regenwurmblut. Die Flasche ist schon fast wieder leer. Da siehst du mal... Lieber nicht. Das Regenwurmblut muss noch für den ganzen Winter reichen. Als wir den Vorrat letztes Mal auffüllen mussten, lag Schnee. Es war die Hölle. Unerreichbar, wie so vieles. Och Mann, mein kleiner Freund. Biberaugen. Opa benutzt sie zum Kochen. Er nennt das Rezept Augenschmaus. Oh Gott, ja, ich denke an eine ganz gewisse Person hierbei. Wirklich, ich glaube, er würde es eindeutig besser Opa machen. Opa sagt, wenn man sich erst einmal dran gewöhnt hat, schmecken sie gar nicht so übel. Er sagt aber nicht, wie lange es dauert, bis man sich dran gewöhnt hat. Ich hoffe, ein gewisser jemand hat ein paar Tipps zum Kochen. Unerreichbar, wie so vieles. Och, Menno, Cedric, ein Haarnetz. Opas Haarnetz. Er benutzt es immer, wenn seine Haare nicht nass werden sollen. Zum Baden, zum Kochen und zum Schlafen. Aber nicht zum... Ach so, ja doch, beim Kochen schon. Ja, lecker. Es geht doch nichts über das belebende Gefühl von Läusen, die zwischen den Zähnen hin und her krabbeln, nicht wahr? Halt mal immer eine schöne Knabberei für zwischendurch. Okay, das konnten wir sogar mitnehmen. Ist hier oben irgendwas Knoblauch? Nein, das Kochbuch, nicht Knoblauch. Gut, da haben wir alles, da mal. Das ist ein Taschentuch. Okay. Tut mir leid, aber das nehme ich nicht in den Mund. Ausgehend von der Basis, dass sich Opa darin bereits die Nase geschneuzt hat. Ja, aber willst du es denn nicht mitnehmen? Ja, anfassen tu das. Also wir haben schon bereits eine ganze Menge in unserem Inventar. Und wer weiß, wofür wir das alles brauchen werden. Tür? Okay. Ja, das wär's hier drinnen doch. Können wir wieder rausgehen zum Schnarchen denn?